Hallo und herzlich willkommen an dem Ort, an dem eure Träume wahr werden könnten. Das ist Jordan. Und er spielt Trompete. Posaune. Posaune, Trompete, Posaune, Trompete. Und er kommt aus Bulgarien und ist erst ganz kurz hier. Und ich finde, dafür hat er ein echt ordentliches Deutsch-Sprachniveau. Klar, die Artikel stimmen nicht immer alles 100 pro, aber ich finde, da kann man auch mal... Mein Semesterziel habe ich gestern Abend noch formuliert. Kleine Erfolge feiern, bescheiden bleiben, Semesterbester werden. Hier ist mein Kursplan. Sieht jetzt erstmal noch leer aus, aber ich denke mal, da ist ja auch sehr viel Eva dazwischen. Also eigenverantwortliches Arbeiten. Deswegen wird das bestimmt auch ein bisschen stressig. Hier ist jetzt 315, aber 210, das ergibt gar keinen Sinn. Alles. Sehr witzig hier. Alter! Sorry. Mhm. Kannst du mir sagen, wo die 316 ist? 316 ist oben. Nächste. Ich bin Sophia und ein Stoff mit S ist Seide. Der Klassiker. Feinste Seide. Hi, ich bin Katja und ich nehme Kurt. Haben Sie einen Zweitnamen, den Sie uns noch gerne verraten möchten? Einen, der zufällig mit C beginnt? Katja, K wie Kunstleder, Kaschmir oder Inkompetenz? Ich bin Boris und Baumwolle. Schön, schön. Ein sehr politischer Stoff, historisch aufgeladen. Wieso? Das wissen Sie nicht. Oh Gottchen, das ist ja erbärmlich. Für das Textil gilt, wie für jedes andere Medium, alles ist politisch. Gerade an der Uni. Das können Sie sich hinter die Ohren schreiben. So, nächster. Ja, am Anfang jedes Semesters checke ich immer erstmal ein paar Kurse aus. Dann weiß man eigentlich recht schnell, wo sich die Mühe lohnt und wo man am einfachsten die Punkte bekommt. Also, weil das Kursangebot wird irgendwie jedes Jahr schlechter. Das heißt, man verschwendet da eh nur seine Zeit. Dann gehe ich meistens zu Kamsmann. Der macht Typografie und der ist eigentlich fast immer krank. Okay, dann erstmal die anderen. Was sehen Sie? Wie wirkt das auf Sie? Worum könnte es gehen? Und konstruktiv bitte. Mhm. Also, ich finde, das hat einen ganz spontanen Look. So als wäre das einfach so, also ganz schnell weggeschossen so. Aber ich finde das auch echt richtig mutig, das so konzeptlos anzugehen. Also es ist halt so eine kunstvolle Lieblosigkeit. Ey, konstruktiv bitte, ne?